Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Need for Speed Payback. Es geht weiter in der Karriere und ich bin gerade beim Runner-Händler und wollte mir da eigentlich mal ein neues Auto besorgen. Ich war ja so am Überlegen zwischen BMW M3 E46 und M5. Jetzt ist halt das Problem, ich habe hier mal so grob durchgeguckt und einen E46 gibt es beim Runner-Händler gar nicht. Aber immerhin den M5 und ich war ja sowieso am Überlegen, den zu nehmen. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir den einfach und ja, den nehmen wir. Den schicke ich erstmal in die Garage. Dann würde ich beim Porsche einmal ganz flott das Kennzeichen aktualisieren. Ich weiß auch gar nicht, haben wir eigentlich. Haben wir die Garage eigentlich? Oder. Ja, die muss ich noch kaufen, ne? Ja, stimmt, die da links unten habe ich gekauft. Dann würde ich nämlich die mal hier kaufen in der Stadt. Dann haben wir die da, nämlich direkt mal. Ja, E46 müssen wir mal gucken. Ich möchte mir den auf jeden Fall auch noch fertig machen. Vielleicht mache ich daraus einfach einen Racer. Ja, und ansonsten müssen wir mal gucken. Wir werden jetzt diese Folge ein bisschen tunen, das heißt, die ganzen Runner-Events werden wir wohl nicht alle fertig kriegen. So, kaufen wir einmal. So, dann wollen wir da einmal kurz das Kennzeichen ändern. Da würde sich irgendwie Need for Speed 2015 eignen, oder du siehst einfach nichts, ne? Bayview finde ich passt gar nicht, weil du da keinen Porsche gefahren bist. Redview County könnte man noch machen. Ich glaube, das finde ich sogar noch mit am passendsten. Ein Rahmen finde ich irgendwie in den meisten Fällen doof. Da machen wir dann nämlich jetzt wieder den hier. Die Kiste sieht schon geil aus. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, den können wir erstmal. Ach, nee. Na. Das wollte ich natürlich andersrum machen. So, wir haben einmal hier einen schönen M5. Ich weiß auch nicht, warum der so eine krass lilane Lackierung hat. Was können wir denn an dem so Schönes machen? Hier und da finde ich Chrom manchmal ganz cool, aber nicht in dem Fall. Ich muss dem mal eine andere Farbe geben. Spiel ist abgestürzt. Ach Mann, ey. Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, Freunde, da bin ich wieder. Ich bin ja einfach mal irgendwo in der Walachei gelandet. Beziehungsweise mitten in der Stadt. Ja, ich möchte den eigentlich noch ein bisschen tunen, den BMW, bevor wir da irgendwas machen. Ja, einmal Optik-Tuning. Ich hoffe, diesmal stürzt mir das Spiel nicht ab. Ich wollte ihm jetzt einfach nur irgendeine Farbe geben. Und erstmal ein Seidenmatt. So, dann sehe ich nämlich die Teile ein bisschen besser, weil das war eben ein bisschen sehr dunkel. Warum da die M-Farben unten sind, habe ich jetzt. Finde ich jetzt nicht so geil. Ich würde dann eben eigentlich auch gar nicht so viel tunen wollen, aber ich finde den so eigentlich schon ganz cool. Ja, änderst du jetzt bald die komplette Seite, Alter. Die Originalen halt schon gut, ne? Diffusor muss ich gestehen, also ja gut, okay, bei dem geht sogar noch. Würde ich sogar mal den einfach dran wohl. Ja, das passt schon. Rücklichter. Na, Nummernschild, das vergesse ich mal diesmal nicht. Ich
Ja. Ich würde sogar fast sagen, wir lassen erstmal Fortune Valley. Das sieht irgendwie cool aus. Dann wollen wir das natürlich auch nochmal überarbeiten. Ja, das passt soweit. Ich bin ja immer so ein Freund von Nicht-Spoilern, wobei gut. Ja, der würde sogar noch klar gehen, ne? Ich finde die Spoilerlippe da gar nicht. Ja, das hier, das könnte man auch einbauen, das finde ich cool. Muss ich leider sagen, warum nicht? Alter, ey. Sieht schon hart. Alter, das sieht schon krass aus, ne? Machen wir mal den. Übertreiben wir ein bisschen. So viel zum Thema. Ach, so viel wollte ich gar nicht an der Kiste tun. Und dann auf einmal BAM. Abstimmung. Ja. Na, tiefer geht er leider nicht. Aber grundsätzlich ist es das erstmal, ne? Grundsätzlich ist das erstmal. Ah, da sind Individualisierungen. Okay, das lassen wir mal weg. Ja gut. Ein bisschen Neon geht auch, ne? Ich muss leider sagen, hat was. Hat irgendwie was. So. Dann haben wir den erstmal fertig getuned und dann wollen wir natürlich noch hier das eine oder andere Event starten. Ja, der müsste echt tiefer, aber gut. Vielleicht auch durch die Teile ist das jetzt nicht ganz so geil. Aber gut, ja, muss man jetzt erstmal mit leben. Wir wollen das Event hier. Na, schade, ich hätte gern irgendwie hingereist. So, jetzt fällt mir aber eine Sache gerade ein, die ich schon wieder fast vergessen hätte. Ich muss das Ding ja noch irgendwie tunen. Den sollten wir lieber erstmal zu einem Tuning-Shop. Two. Leider kann ich hier meine Speedkarten nicht eintauschen. Ist ja immer so ein verflucht geiles System, nicht? So, dann können wir nochmal eintauschen. Was brauchen wir denn am dringendsten? Alles. Ist eigentlich scheißegal, ne? Da würde ich fast eher vorschlagen, dass wir da irgendwie... Na gut, auf eine Marke bringen ist natürlich auch nicht so geil. Wir rollen einmal und dann machen wir das nächste Event. Boah.
So. Dann schauen wir mal, was noch hier die nächsten Events mit Jess so zu bieten haben. Ja, doch. Da geht schon gut ab. So, Treffen mit dem Broker. Das habe ich auch, glaube ich, bis zu einem gewissen Punkt weitergespielt und dann nicht mal weitergemacht. Miller, ich habe einen Job für dich. Gib du mir erstmal was, was mir weiterhilft. Ich bin hinter dem Boss des Haus her, dem Collector. Er führt weitere Tech wie die in dem Königseck ein. Bin ganz Ohr. Du stehst auf Navarros Liste. Das ist deine Chance, dich undercover umzusehen. Halt einfach die Augen offen und den Mund geschlossen. Glückwunsch, Miller. Du arbeitest jetzt für das Haus. Okay. Was war das jetzt? Fahre 15 Sekunden lang auf der Gegenfahrbahn und schließe das Event ab, bevor die Zeit abläuft. Ja, dort würde ich sogar fast sagen, ist einfach. Hoffe ich mal zumindest. Lieferst du heute die Löhne ab? Mhm. Navarro meinte schon, du redest nicht viel. Hier sind die Kohle und die Ziele. Und glaub nicht, du könntest mit dem Geld abhauen. Ich verfolg dich per GPS. Immer dieses Misstrauen. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken, wo das Beste ist. Ach, da, dann glaube ich dahin und dann. Okay. Hast du das Geld? Ja, bin unterwegs. Gut, halt die Augen offen und beeil dich. Jess! Hey, hast du was über diese Haustags? Ich arbeite dran. Uns läuft die Zeit davon, das Haus handelt schnell. Sowas dauert eben. Du wirst mir einfach vertrauen müssen, Ty. Tu ich doch, Jess. Nur eben dem Haus nicht. Dein Bestechungsgeld. Nicht so laut, ja? Was? Zu den restlichen Stops. Miller, alles klar? Wenn du so fragst, ich hätte total Lust auf einen Burger. Mit den Farben. Irgend so ein Mechaniker hat eine hübsche Summe bekommen. Das war Silverrocks führender Schwarzmarkttechniker. Er ist auf Hightech-Teile spezialisiert, die alle mit Straßenzulassung Jahre voraus. Welche Tech sie auch beschaffen, die House Racer werden sie bald haben. Da dies Nummer 2. Hier sind die Spenden für das Waisenhaus im Südsudan, Sir. Du hast ein ziemlich loses Mundwerk. Wie ist dein Name? Meine Eltern haben vergessen, mir einen zu schenken. Dann einmal dahin. So weit, so gut. Das war Mitko Vasiljev. Tagsüber hochrangiger Diplomat, nachts Street Racer. Wieso lässt sich ein ausländischer Funktionär vom Haus bestechen? Er leitet eine Drag Racing Liga namens Diamond Block. Für das Geld manipuliert er Rennen. Geht es dir darum? Vasiljev ist unwichtig. Mir geht's um seinen Boss, den Collector. Ich soll hier ein reiches Arschloch schmieren, bist du das? Wo ist das Geld? Klappe. Einfach das Geld gar nicht. Weiter so. Gar nicht geben. Ja,
Gentleman. Das war Holtzman. Er baut dieses Hochhaus für den Collector und ist der Boss einer Offroad-Racing-Liga namens Hazard Company. Reizend. Zumindest weißt du jetzt, womit ihr es zu tun habt. Kommt ihr Zweifel? Nix da. Das wollte ich hören. Ach, wir kriegen wieder einen Kopf ab. Guten Tag, Officer Bradley. Nicht so vorlaut, Lady. Wo ist das Geld für die Zollbeamten? Hier, ihre Donuts gehen aufs Haus. Sie gehen aufs Haus. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Wortspiel sein sollte oder ob das Zufall war. Bring's zu Ende, Jess. Morgen? Jess hier. Ich habe was Neues über das Haus. Die Tech, die sie einführen, muss durch den Zoll. Das heißt, sie kommt per Flugzeug. Wie sicher bist du dir? Ich habe gerade den Kopf geschmiert. Okay. Neues. Nice. Okay, der ist mir jetzt tief. Nette Karre. Du redest. Ein bisschen Dankbarkeit wäre nett. Geh mir aus den Augen. So, das war relativ das war easy. Der letzte. Ja, ein bisschen mehr. Geld? Ich glaube, das ist sogar, also ist zumindest besser. Okay, ich fange gerade wieder eine neue Questreihe an. Alles klar. Ich sehe gerade, wir schaffen, glaube ich, auch nur noch maximal eine Mission. Danach ist das Video eigentlich schon wieder vorbei, weil ich viel zu lange mit dem BMW verbracht habe. Beeindruckst die richtigen Leute. Wenn du möchtest, hätte ich noch was für dich. Wie klingt deine Fluchtfahrt? Klingt großartig. Das wollte ich hören. Ich schicke dir die Position. Ja, Jess ist da glaube ich nicht so beeindruckt von. Ich würde sagen, die obere Garage können wir auch mal direkt kaufen, weil ja, mittlerweile haben wir echt schon ziemliche Kohle angesammelt, weil ich halt wenig Autos kaufe unter anderem. Abbiegen. Ich habe das Ding schon gekauft. Weil? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. So, dann fahren wir das Event noch. Nee. Polizei? Key Switches erfassen deinen Wagen und schalten deinen Motor, aber attackiere die Cops, um die Zielerfassung aufzuheben. Ja, die wird es auch wieder in Nitro Speed Heat geben. Ich hätte nochmal Lust, ein paar Cops fliegen zu sehen. Zentrale an NM113, wo sind Sie gerade? In westlicher Richtung auf der Santa Cruz Bridge. In Ordnung. Yeah, einer weniger. Ich werde das Fahrzeug haben. Ja, 35, ich fürchte, wir brauchen einen Abschlussfall. Irgendwann nach der Mission gucke ich nochmal nach dem Fortschritt. Vielleicht gucke ich auch allgemein nach jedem. Wolltest dich nicht einlochen lassen? Das war ein Test. Ich habe bestanden und wurde befördert. Klingt, als müsstest du mir dankbar sein. Übertreib's nicht, Jim. Guck, denke ich mal, vielleicht bei jedem Ende eines Videos immer mal wieder nach. Mist. Da habe ich jetzt ein bisschen gepennt.
immer mal wieder nach dem Fortschritt, dass man immer mal so weiß, ja, wie viel ich denn noch brauche. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, das habe ich jetzt gerade verkackt. Oder sind die Reifen wieder? Ach, die Reifen sind wieder da. Ja, gut, okay. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, aber gut, okay. Oh, das wird nie langweilig. Ja, wenn es nie langweilig wird zu sterben, dann okay. Alter, ey. Ich denke mir so, oh geil, schön abkürzen, auf einmal so, oh Schlucht, oh Felsen, oh Kacke. Nicht so gut. Na, hier konnte man wenigstens abkürzen. Mir gerade so einfällt, wenn man Need for Speed Heat dann startet, dann müsste sowas wie bei Most Wanted stehen. Danke, dass du Need for Speed Payback gespielt hast. Wir lassen ja eine kleine Belohnung da. Ist mir gerade so aus Jux eingefallen. Und genauso für Need for Speed 2015. Na gut, dass ich da jetzt nicht komplett da entlang gefahren bin. So. Bye bye. Damit hätten wir das auch geschafft. Ich sehe, jetzt kommt noch eine Mission. Hab ich doch gesagt. Ich hasse das Spiel. Danke, Mella. Wobei gut, macht Sinn. Der muss ja noch wohin gebracht werden, aber gut. Jimmy, das hier ist das letzte Mal. Ich verstehe. Wenn du mich nochmal anrufst, gehe ich nicht ran. Selbst wenn du stirbst und ich deiner Frau sagen soll, dass du sie liebst. Aber ich bin nicht verheiratet. Nie wieder. Verstehe. Mist. Das wollte ich auch nicht, verdammt. Fragst du mich? Das hier, ist das Debriefing, Jimmy. Oh. Das Casino verkauft nicht ans Haus. Also sollte ich seinen Marktwert senken. Was stehlen, für Unruhe sorgen, den Gästen Angst machen. Um eine feindliche Übernahme vorzubereiten. Ich muss leider echt sagen, so beim Spiel merke ich gerade so, das wäre wie so ein Film, wo ich jetzt gerne bis zum Ende vorspulen würde, wie es ausgeht. Oder so ein YouTube-Video, was man sich so anguckt. Irgendwas, wo man dann sagt, so ja, komm. Weil das Spiel, wie gesagt, ich habe schon häufiger mal erwähnt, die Story packt mich nicht. Du bist echt ein Profi, Miller. Weißt du das? Ja, so bin ich. Total professionell. Hey, Jimmy. Bleib sauber, ja? So. Drei Missionen haben wir noch. Und da würde ich auch vorschlagen, die gehen wir im nächsten Video an. Und mal gucken, was die jetzt noch zu sagen haben. Du bist nun bereit für die Oberliga. Du musst für uns einen VIP-Raum kutschieren. Hör einfach zu, was er erzählt und gib's an uns weiter. Verstanden? Toll, ich bin Oberfahrerin. Ich schicke dir die Abholposition. Tja, jetzt muss sie doch wieder Leute abholen und mehr oder weniger retten.
Aber ja, gucken wir mal, wie es dann nächstes Mal weitergeht in Need for Speed Payback. Ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit am Start und dann geht's ja weiter mit der Karriere und dem, ja, relativ geilen BMW M5 und ja, dann schauen wir mal, wie es in der Story so weitergeht. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.